Hallo zu einem neuen Let's Play Teotown. Ich weiß, ich wollte eigentlich schon Weihnachts-Let's Play machen. Ist natürlich mir da nichts geworden. Wird jetzt stattdessen ein Neujahrs-Let's Play. So, jetzt nehmen wir erstmal das Geld. Den Vorteil, den wir jetzt haben, ist allerdings, es sind einige neue Sachen dazugekommen. Also es wird dafür umso interessanter. Wir sehen das jetzt auch gleich schon rechts. Also zum einen kriegt man wieder ein paar Diamanten geschenkt. Was haben wir hier? Nein, ich brauche kein Starterpaket. Und dann haben wir da jetzt noch ein Bild unten drunter. Das sieht man noch besser, wenn man es so macht. Genau, da gibt es nämlich ein Silvesteraktion. Nee, halt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur das Feuerwerk. Das ist jetzt nämlich dazugekommen. Und nicht nur das, es gibt jetzt auch diese Weihnachtsspecials. 300, heieiei. Zum Glück haben wir es sowieso, weil wir immer die Gratis-Diamanten mitnehmen. Das Feuerwerk kostet auch 300. Nicht billig. So, aber dafür kriegen wir auch was. Zum einen den Weihnachtsbaum. Der wirkt meines Wissens wie ein Park. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, wo hätten wir denn noch Bedarf? Da haben wir noch ein Stück. Ja, das ist aber natürlich gerade so ein 3x3-Gebiet. Das ist jetzt blöd. Zeigt jetzt aber auch nichts an bezüglich. Ja, aber doch, man sieht es, es wirkt wie ein Park. Davor war es hier rot, jetzt haben wir es nicht mehr rot. So. Gut, das wäre der Weihnachtsbaum. Na, der geht hier jetzt natürlich total unter. Schade eigentlich. Dann haben wir hier noch so ein paar Weihnachtspakete und einen Schneemann. Einen Schneemann, den kann man da gleich noch hinten dran platzieren. So. Pakete haben jetzt verschiedene Farben. Nein. So. Das mache ich jetzt am besten wohin, wo man ein bisschen mehr sehen. Und man muss einfach mal hier hin. Und da kann man jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, draufklicken. Entsteht ein Gebäude, in dem Fall jetzt ein kleiner. So ein kleiner Park. Einfach nur ein Geschenk. Du kannst es an Preis 1000. Okay, also im Geschenkpaket wäre es günstiger gewesen. Nee, nicht im Geschenkpaket, sondern wenn ich es einfach so gebaut hätte. Aber da gibt es auch noch andere Sachen. Ich glaube, die Farbe, die spielt da jetzt nicht mal eine Rolle, aber ich baue da einfach mal ein paar hin. Okay, da muss jetzt sogar mal was gebaut werden. Klicken wir mal das andere an. Ah, da haben wir jetzt so ein Edelbrunnen. Springbrunnen nennen sie es. Ach, die nennen beides Springbrunnen und es kostet gleich viel. Ich dachte, früher wäre der kleine Brunnen, also was heißt dieser kleine Brunnen, dieser hohe Springbrunnen, ich dachte, der hätte früher mehr gegeben als der andere. Gab wohl irgendwann mal eine Anpassung, weiß ich nicht mehr, wann sie war. Ach, eine kleine Feuerwehrstation. Na, die gibt jetzt aber nicht wirklich viel Sinn an der Stelle. Feuerwehr dürfte auch so abgedeckt sein, ja. Das wären jetzt natürlich nur unnötige Kosten, wenn wir die stehen lassen würden. So. Das wäre es jetzt zum Thema Weihnachten. Ich stelle da jetzt einfach noch so. Ich wollte kein Paket. Ich wollte einen Schneemann. Klickpräzision heute wieder überragend. So, jetzt haben wir unseren Schneemann.
Genau, und jetzt kommen wir zum eigentlich Wesentlichen, weil das dieses Weihnachtsupdate, das waren jetzt nur so ein paar kleine Gebäude. Da, ach nee, das war auch schon alles. Ich wollte jetzt nur gerade auf Nummer sicher gehen, nicht, dass ich hier gleich erzähle, es wäre schon alles, aber dann kommt doch noch was. Nein, das war's schon, also das war jetzt eher die kleine Erweiterung. Das Feuerwerk dagegen ist eine deutlich größere Erweiterung. Da kann man jetzt richtig was aufbauen. Ich zeige euch das gleich mal. Ich baue da jetzt gleich mal richtig ordentlich was auf. Und da finde ich, sind die 300 Diamanten auch besser aufgehoben als in diesem Weihnachtsupdate. Also ein Schneemann und Weihnachtsbaum, ja. Im Gegensatz zum Feuerwerk jetzt nicht wirklich was Großes. So, wie viel kostet das Feuerwerk eigentlich? 10. Ui. Ich halte fest, da kann man auch ganz schön viel Geld loswerden. Ja, brauchen uns jetzt aber natürlich nicht stören. Wir haben ja mehr als genug. Aber wer eine kleine Stadt hat und nicht so viel Geld hat, der muss da ein bisschen aufpassen. So, ich baue das jetzt einfach mal hin und zeige euch das mal kurz. Da gibt es drei verschiedene. Es gibt die Fackel, es gibt die Kreise und es gibt Qualle. Qualle. Habe ich jetzt bei Feuerwerk noch nicht gehört in dem Zusammenhang. Qualle. Das ist, glaube ich, diese Rakete, die oben explodiert und dann geht es so auseinander. Sehen wir jetzt aber gleich. Ach, das ist auch sofort gebaut. Und jetzt kann man da draufklicken. Da gehe ich, glaube ich. Nee, so weit raus muss ich da, glaube ich, gar nicht. So, ein Klick und dann sehen wir hier eine kleine Feuerwerksfontäne. Was passiert eigentlich, wenn ich zwischendrin anhalte? Ah, das bleibt auch da. Gut. Und das nächste. Okay, da muss ich ein bisschen. Da muss ich ein bisschen. Da treffe ich jetzt aber nicht mehr. Achso, ich bin gleich zwei Stufen raus. Sorry. Jetzt hat. Ah, okay. Das ist quasi das normale Feuerwerk. Ich nehme alles zurück. Und jetzt die Qualle. Habt ihr einen Unterschied gesehen? Also ich habe jetzt keinen Unterschied gesehen. Bin ich zu blöd? Ich platziere die mal weiter seitlich, dass wir da beim Hintergrund nicht so viel Gebäude haben. Da sieht man es relativ schlecht. Und dann hilft es auch noch, wenn man den Nachtmodus reinmacht. Oder gibt es Nacht? Schlechtes Wetter? Irgendwie sowas, also dass der Hintergrund ein bisschen dunkler wird, dann kommt das ein bisschen besser raus. Benutzeroberfläche? Nein. Bei anderen wahrscheinlich. Winter. Warum ist der Winter aus? Habe ich das letzte Mal ohne Winter gespielt? Das wäre jetzt eigentlich schon passend. Verkehrsaufkommen, oder lassen wir alles mal. Linksverkehr. Das ist aber auch relativ neu, oder? Also es sagt mir jetzt noch nichts. Ist natürlich für die Mitspieler aus Großbritannien verwendet der Radius für Zonen. Ach, ich glaube, da verwendet der Radius für Zonen. Weiß ich nicht. Kürze Geld ab. Ja. Wetter, Wetter, Wetter wollten wir eigentlich. Benutze Game Services. Nein. Wetter. Ah. Jetzt weiß ich, wie man das umstellen können. Es gibt doch diese Wettermaschine. Gott, das war jetzt eine lange Leitung. Da hatten wir doch mal die Wettermaschine. Ah, neue Gebäude gibt es auch noch. Sehe ich jetzt gerade. Das sind jetzt aber, glaube ich, reine Ziergebäude. Also man kann die reinstellen, sieht dann schön aus, hat aber meines Wissens nach noch keinen Effekt. Das sind halt Gebäude. Ich glaube, wer im Forum häufiger vorbeischaut, ich glaube, da waren die Gebäude auch schon zu sehen.
Ach, wir sind wieder am Leveln. Altbekannt. Genau, und wo war jetzt die Wettermaschine da? Ich hole jetzt einfach mal 150, ja. Jetzt sind die Diamanten dann auch bald draußen. So, wo platzieren wir die gut hin? Spielt eigentlich keine Rolle, die kann auch irgendwo seitlich weg. Ich finde, die kommt neben dem Flughafen ganz gut, oder? Ja. Dann bauen wir noch eine Straße hin. Also neben Flughafen stürzt wenigstens kein Straße. So, dann wird die mal gebaut. Brauchen noch 86 Tage. Ach so, der. Ja. Ich sag noch, es sollte möglichst dunkel sein. Dafür ist dieses Winter-Theme jetzt natürlich nicht das Richtige. Unter anderem war es Winter aus. So. Ich glaube, dass. Warum kommt immer noch rechts dieses Pack, obwohl ich. Okay. Verstehe, will. So, jetzt haben wir einen anderen Hintergrund und jetzt müssten wir da ein bisschen mehr sehen. Jetzt machen wir beides. Ich glaube, das zweite. Das knallt zweimal. Das knallt einmal. Ne, das knallt auch noch einmal. Also das eine Mal sind es auf jeden Fall. Ne, das. Ah, jetzt wird mein Auto gespeichert. Das war das, was ich vorhin gerade gesehen habe, auch als Funktion Auto speichern. Da wird jetzt Autospeichern gemacht. Früher wurde es, glaube ich, nur dann gespeichert, wenn man das Spiel beendet hat. Also entweder, indem man hier einfach aus dem Spiel raus ist und es beendet hat, oder indem man eben gesagt hat, Karte speichern. Und jetzt speichert es regelmäßig. Also falls jemandem aus welchem Grund auch immer das Handy abschmiert, dann hilft das jetzt, dass man nicht alles verliert. Kann aber natürlich auch nachteilig sein. Ich erinnere mich an meine Let's Plays, da wollte ich teilweise auch nicht gespeichert haben, weil irgendwas schief gelaufen ist. Das wäre jetzt natürlich nachteilig, wenn es das dann einfach per Autospeichern saved und dann komme ich nicht mehr an meinen alten Stand. So, das eine geht einfach ein bisschen anders als das andere. Das haben wir jetzt mal gesehen. So, ich mache das wieder weg. Und jetzt können wir, jetzt habe ich mir gedacht, wir haben hier noch ein bisschen Platz. Den können wir jetzt eigentlich ganz gut füllen. Und zwar mit Feuerwerk. Jetzt muss man noch wissen, man kann die Sachen auch noch getimed loslassen. Losgehen lassen, indem man hier diesen Schalter verwendet. Und dann geht es von Feld zu Feld meines Wissens weiter. Dann gibt es noch den Zeitschalter, da wird einmal an Neujahr immer ausgelöst. Das ist natürlich auch eine interessante Option, dass es jedes Jahr so ein Feuerwerk gibt. Und da haben wir einfach noch so eine Leitung. So, ich baue jetzt mal diesen Zeitschalter. Nee, ich baue erst einen richtigen Schalter, damit wir das Ganze schön testen können. Und anschließend mache ich noch eine Zeitschaltung. Wenn dann alles einwandfrei funktioniert. So, dann würde ich sagen, wir brauchen eine. Ist die Frage, braucht so ein Kabel auch Zeit oder nicht, wenn ich da drauf drücke? Nein. Ja, braucht leider auch Zeit. Das wird jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich zweireihig die Sachen losgehen lassen wollte. Na egal, macht nichts. Dann machen wir halt links, rechts. Dann machen wir das Ganze halt ein bisschen anders. Kein Problem. Wir machen das einfach so gut wie es geht. Ach, jetzt habe ich. Profis am Werk, wie habe ich denn das jetzt? Achso, ich habe es falsch abgerissen und deswegen hat das so
Ja, so. Jetzt einmal den Schalter, dann nehmen wir am Anfang einfach mal so eine. Warum kann ich die Fontäne über den Schalter drüber bauen? Ich glaube, wir haben dann wieder mal einen Bug gefunden, den sollte man mal beheben. Deswegen, ich dachte schon, ich habe das doch nicht gelöscht. Habe ich auch nicht. Das liegt nicht an mir, sondern das scheint ein Bug zu sein. So, direkt nach der Fontäne lassen wir erstmal ordentlich was steigen. So, und jetzt dürfte dann das Ding hochgehen und parallel das da hier und das da hier. So, jetzt kann man überprüfen, was haben wir denn da jetzt gemacht? Oder auch nicht. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Oder hat der Schalter noch eine Ausrichtung? Und wenn ich jetzt erst noch eine Leitung reinbaue und... Ach, die Leitung wird wie eine Straße gebaut. Deswegen, ich war gerade verwirrt. Warum habe ich da nicht gleich das Gebäude? Warum sehe ich das nicht gleich? Die Leitungen werden wie eine Straße gebaut und jetzt hat noch diesen... Also ganz ehrlich, der Autosave nervt schon etwas. Jetzt machen wir den. Wir machen ihn nicht komplett raus, aber wir machen jetzt einfach mal auf 10 Minuten. So. Jetzt testen wir das so. Ah. Und jetzt hat funktioniert, wie es soll. Das heißt, ich muss da jetzt leider noch die eine Fontäne abreißen und sie durch so ein Kabel ersetzen und dann dürfte es funktionieren. Okay, so wie es aussieht, leiten diese Feuerwerksdinger selber das Signal nicht weiter, sondern ich brauche eine Signalleitung und kann dann anschließend links und rechts alles zupflastern mit diesen Feuerwerkskörpern. So, jetzt hat zuerst eine Fackel, dann kommen zwei Kreise. So, dann wieder zwei Fackeln und dann hoffe ich, dass die oben die Kreise so explodieren, die haben ja so eine gewisse Zeitverzögerung, dass parallel unten quasi schon die Fontäne nachkommt. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen spektakulärer aus, von unten bis oben. So. Ach, die Wettermaschine, die dürfte inzwischen auch schon fertig sein. In der Tat. Ah. Was macht der Schalter? Was gibt der Schalter für einen Sinn? Ach so, wenn es schon ausgewählt ist, wahrscheinlich. Nebelmaschine. 1000 im Monat. Ist aber nicht gerade preiswert. Gut, das auch nicht. Ja, und dann dauert es auch noch. Dann können wir uns nochmal ums Feuerwerk kümmern. So, als Steigerung kommen da jetzt ein paar Quallen hin. Dann unten wieder ein paar Fackeln. So, dann machen wir das Ganze noch.
unterschiedlich gemischt durcheinander. Und am Ende noch ein paar Fackeln zum Abschluss. Und dann schauen wir uns das bei schlechtem Wetter, also bei dunklem Wetter mal an, dass wir relativ viel sehen können. So. Erstmal kurz bei der Wettermaschine. Ach Gott, da müssen wir jetzt noch kurz uns gedulden. Dann, was machen wir dann? Was machen wir dann? Neue Gebäude. Ich schau mal kurz, ob wir neue Gebäude haben. Abgesehen von den Kaufgebäuden. Nein. Sieht alles alt aus. Da hat sich auch nichts geändert. Da auch nicht. Oh, das wollte ich irgendwann noch machen. Oder habe ich das mittlerweile schon gemacht? Ich hatte das mal irgendwann versprochen. Na, dann machen wir es einfach jetzt. Mit großen Hochspannungsleitungen einmal rübergelegt. So, jetzt dürfen wir da eine Energieversorgung haben und dann können wir das Kraftwerk da dran anschließen. Das kann man noch drehen, ne, das passt schon. Aus bewegten Gewässern. Naja. Also den Fluss dazu müssen wir uns quasi noch bauen. Ja, aber ansonsten passt das. Den Fluss bauen wir entweder nachher noch oder das nächste Mal. So, aber Stromversorgung sollte... Sollte ist aber nicht. Ach so, ich... Trafostation und so. Eine reicht natürlich. So. Ach, die brauche ich jetzt auf beiden Seiten vermutlich. Na egal, das schauen wir nachher, ob ich die auf beiden Seiten brauche. Nebel. Oh. Das macht sich auch gut fürs Feuerwerk. Da dürfte man dann noch ein bisschen mehr sehen. So, Regen, Nebel, ideale Voraussetzungen. Jetzt hat. Ja, würde ich sagen, Theo, Happy New Year. Wobei es im Datum jetzt nicht stimmt. Ich tausche das jetzt. Achso, war jetzt. War das Timing bei den letzten gut oder nicht? Am Anfang hat's Timing gepasst. Das sieht man jetzt auch, um jeden Tag geht es, glaube ich, eins weiter bei der Signalleitung. Genau. Ja, da stimmt das Timing nicht ganz. Naja, nobody is perfect, sage ich mal. Unsere Stadt auch nicht. Wir haben halt hier noch relativ wenig Möglichkeiten. Und ich möchte es jetzt ehrlich gesagt auch nicht unnötig verkomplizieren. Ach, man kann einfach auf die Zeitschaltuhr draufdrücken und es geht los. Dann hätten wir natürlich gleich eine Zeitschaltuhr hinmachen können, wenn wir das gewusst hätten. So, haben wir jetzt mittlerweile Strom. Ja, haben wir. Nutzung, ja. Scheint so, als ob Kraftwerke direkt auch einspeisen könnten. So, ich ändere das Wetter jetzt mal wieder, weil ich sehe hier nicht mehr viel. So, besser.
Jetzt machen wir hier noch. Genau. Ich wollte hier noch das Ganze quasi zu einem Fluss umbauen. Die Richtung vom Kraftwerk stimmt schon. Es geht dann vorne nach unten. Genau, damit es halbwegs realistisch aussieht, müssen wir hier noch ein bisschen das Wasser ein bisschen verbreitern. So, ich mache da noch ein bisschen Land hin. So, passt. Wasserkraftwerk und dann braucht man da überhaupt noch das Atomkraftwerk? Nicht, dass ich jetzt gerade zu den Atomkraftgegnern gehören würde. Aber Kosten könnte man damit ja auf jeden Fall sparen und ich sehe, ja, wir brauchen das Atomkraftwerk gar nicht mehr. Und da sparen wir in der Tat, vor allem im Anschaffungspreis ist das Kraftwerk vor allem günstig. Im Betrieb dann spielt es an sich keine große Rolle mehr. So, wo haben wir denn unser? Da haben wir es. Ich lasse die Stelle aber einfach mal frei, denn ich vermute, in naher Zukunft werden wir das Kraftwerk wieder brauchen. So, jetzt sind wir an sich. Ich wollte gerade sagen, alles durch, aber nein, hier sieht es nach neuen Updates, oder? Nee, Lagerhalle. Nee, halt, das liegt nur daran, dass ich hier noch keine Militärbasis habe. Das wollten wir auch mal noch machen, aber dafür haben wir jetzt kaum noch Zeit. Das bringt es jetzt nicht mehr. Das gehen wir besser das nächste Mal richtig an. Wenn bis dahin nicht wieder ein paar andere Updates dazwischen kommen. So, da haben wir vorhin schon geschaut. Ja, das wäre es mit den Neuerungen. Jetzt kümmern wir uns noch kurz um die Stadt, dass wir die auch wieder auf Vordermann bekommen. Da hatten wir immer so ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein 6 feldbreites Raster. So, einmal quer. Ja, wegen mir darf es gern mit der Nachbarstadt verbunden werden. Ich hoffe, da kommt da noch ein bisschen mehr in Sachen Nachbarschaftshandel. Bisher ja recht dürftig, das hatten wir in der letzten Folge. So, haben wir hier neue Industriegebiete, aber ich sehe gerade, das brauchen wir gar nicht. Na, nur eine Frage der Zeit, bis wir es brauchen. Aber Gewerbe brauchen wir jede Menge. Dann können wir hier noch ein Gewerbegebiet errichten. Da profitiert dann die Stadt ein bisschen mehr von. Und Wohngebiete können wir auch noch gebrauchen. Da haben wir, glaube ich, auch schon. Gebiet, nee, das wollte ich wahrscheinlich noch lassen. Für Schulen. Oh! Das dürfte auch ein neues Gebäude sein. Das sagt mir bisher nichts. Das hohe Gebäude, da bin ich mir auch nicht sicher, ob wir das schon hatten. Das große da hatten wir schon. Also man sieht, es wird nach wie vor geupdatet in diesem Spiel, auch das Gebäude hier. Nein, nicht die Schule. Raus da. So. Da gibt es immer wieder Fortschritte. Man findet immer wieder neue Dinge hier. So, aber ich glaube, da können wir auch noch so ein Wohngebiet draus machen. Ich lasse da noch Platz für eine zweite. Oh, die ist auch schon sehr gut gefüllt. Da wird sich auch eine zweite Schule gleich lohnen.
Da bauen wir doch gleich noch eine hin. An Bildung soll es jetzt nicht scheitern, wenn sie dafür auch mehr Steuern danach zahlen. So, dann können wir hier noch kurz ein Gebiet einrichten. Da haben wir die 12 Feldbreite. Das heißt, hier müssen wir dann rüber gehen. So. Dann machen wir da auch nochmal ein Wohngebiet hin. Anschließend wollen sie wieder Gewerbegebiete. Aber das kümmert mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, denn ich sehe gerade, wir haben die halbe Stunde schon durch. Das heißt, da kümmern wir uns nächstes Mal weiter drum. Und nicht mehr dieses Mal. Genauso wie hoffentlich um die Militärbasis, die ich schon versprochen habe. Da bauen wir auch einfach, ich würde sagen, da hinten bauen wir die hin. Ja. Aber das sehen wir nächstes Mal. Ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Feiertage. Habe ich jetzt vergessen am Anfang. Ja, und damit verabschiede ich mich mal wieder von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.